Sie ist teurer als die Milch vom Supermarkt, dafür fließt mehr Geld an bäuerliche Kleinbetriebe. Das Konzept von Ferribel hat in Europa viele Nachahmer gefunden. Denn die Probleme sind überall gleich. Der familiengeführte Bauernhof produziert zu teuer im Vergleich zu Großbetrieben. Die Existenzangst macht die Landwirte erfinderisch. Wir haben ja heute mit dem Fair-Milch-Kongress bewiesen, dass wir durchaus Eigeninitiative ergreifen, dass wir auf den Verbraucher zugehen, um für unser Produkt kostendeckende Preise zu bekommen. Aber das ist natürlich nicht für alle Bauern dadurch möglich und deshalb sind wir auf die Unterstützung der Politik angewiesen. Wir brauchen von der Politik, und das ist auch meine klare Forderung, verlässliche Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, zumindest in Krisenzeiten die Menge zu steuern, das Angebot zu steuern. Was die Politik jetzt macht, die Märkte einfach zu liberalisieren, ist fatal und wird die Existenz der Milchbauernbetriebe aufs Spiel setzen. Bauern müssen zum Teil wieder ihre Milch für unter 30 Cent je Liter verkaufen. Dabei kostet sie die Produktion bis zu 50 Cent. Wer sich für die Interessen der familiengeführten Höfe einsetzt, hatte Chancen auf die goldene Veronika. Seien es Politiker, Organisationen, Landwirte oder Konsumenten. Der frühere EU-Agrarkommissar Ciolos war dabei, genauso der ehemalige wallonische Landwirtschaftsminister Benoît Lütjen. Oder auch der Einzelhandelsverband Comeos. Die Europäische Faire Milchkonferenz ist damit eine weitere Initiative für die Interessen der Milchbauern. Wir wollen in der Zukunft bewirken, dass der Kontakt zwischen Bauern und Konsumenten noch enger wird. Wir haben einige Projekte, die in Vorbereitung sind. Dennoch, wenn wir gemeinsam uns für eine Sache einsetzen, hat der Konsument die Garantie, dass er eine bäuerliche Landwirtschaft hat, dass die Natur erhalten wird und auch, dass wir kostendeckende Preise haben, um dieses zu gewährleisten. Erzeuger aus 6 EU-Ländern waren in Sine vertreten. Zumindest in Sachen Milchpreispolitik sind die Landwirte also auch vom europäischen Gedanken überzeugt.